Ja, hallo, ich bin Philipp und ich bin hier mit Dejan beim Intro zu Gedankenschach Kultur der Digitalität und wir wollen so ein bisschen erklären, was wir vorhaben. Was haben wir denn vor, Dejan? Ja, wir haben das Format Gedankenschach, haben wir mal schon bei Twitter angefangen. Da haben wir uns Themen herausgepickt, die man kontrovers betrachten kann, wo du und ich unterschiedlicher Auffassung waren. Und haben das in diesem Gedankenschach-Format so ein bisschen getestet und versucht, andere Menschen daran zu beteiligen. Und jetzt war natürlich die Überlegung da, dieses Format zu übertragen, auch nochmal in dieses Videoformat und vielleicht auch ein Podcast-Format und vielleicht auch der ganzen Thematik so eine Überschrift zu geben. Und darum haben wir auch diese Überschrift Kultur der Digitalität herausgesucht. Und welche Themen wir da so bespielen wollen, haben wir auch schon ein bisschen so abgesprochen gehabt. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, was auf jeden Fall stattfinden sollte hier? Also ganz wichtig scheint mir, dass Kultur der Digitalität, dass es die sozialen Folgen sind der digitalen Transformation. Also was bedeutet das für Menschen, was bedeutet das für Gemeinschaften, was bedeutet das vielleicht auch für Institutionen, was da passiert. Und wir wollen da unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Also ich finde dann die Themen spannend, wo ich merke, okay, das sehe ich jetzt ein bisschen anders als du. Lass uns mal drüber sprechen. Und das ist so das Ziel, das würde ich sagen, dass wir immer wieder, wenn was Aktuelles ist, wir was finden, wo wir sagen, nee, das sehen wir jetzt anders. Ich denke manchmal, ich arbeite mit sehr privilegierten Schülerinnen und Schülern zusammen und die in Zürich recht wohlhabend aufwachsen und du hast manchmal eine andere Sicht aus der Schule und das kann dann sehr fruchtbar werden, zu sagen, nee, bei mir ist es gar nicht so oder die Kids, mit denen ich zusammenarbeite, das läuft total anders und dann so ins Gespräch zu kommen. Das würde ich sagen, wäre das Ziel und das, was wir vorhaben. Wobei ich würde gerne auch, ja, sag du. Ich würde gerne auch so über den Tellerrand der Bildung rausschauen. Wir sind zwar beide Lehrer, aber ich würde gerne auch oft Themen ansprechen, die nicht direkt mit Schule oder Bildung zu tun haben. Auch da versuchen, ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht auch Leute reinzuholen, die uns was erzählen können, was wir jetzt beide nicht wissen. Genau. Und das ist ja auch eine Sache, die uns, glaube ich, auch so ein bisschen verbindet, dass wir beide jetzt nicht nur den Tellerrand Bildung immer vor Augen haben, sondern auch in andere Gebiete eintauchen. Bei mir ist es natürlich auch jetzt über den Verein D64 zum Beispiel der Fall, dass ich da aus verschiedenen Bereichen einfach Einblicke bekomme und da Zugänge zu verschiedenen Expertisen habe. Ich sehe aber auch ehrlich gesagt jetzt auch nicht jedes Mal das Format Gedankenschach so, dass wir zwei Positionen entgegengesetzt haben müssen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir einfach jetzt ein Thema haben, was wir aus unseren verschiedenen Perspektiven auch beleuchten und einfach über so ein Gespräch eine Vertiefung erreichen. Weil häufig ist es so, dass man jetzt bei Twitter diese Begrenzung von 280 Zeichen hat und diese Begrenzung würde ich einfach gerne aufheben wollen, um vielleicht doch eine Vertiefung zu erreichen, die so nicht möglich wäre. Und einfach nochmal ein anderes Format als so ein Text oder so ein Blogbeitrag, wo man dann wieder mit einem Blogbeitrag irgendwie antwortet. Da würde ich jetzt mal den Reiz der ganzen Geschichte sehen. Aber du hast doch schon gesagt, ich glaube, auch spannend wäre es auf jeden Fall, dass wir immer wieder Leute zuholen, die über Expertisen verfügen, die wir nicht haben und vielleicht mit denen gemeinsam im Gespräch eben dann die Thematik vertiefen. Genau, und unsere Erfahrung zeigt, ich glaube, so 20 bis 30 Minuten muss man rechnen, um ein Thema zu diskutieren. Viel länger soll es nicht gehen, kürzer auch nicht unbedingt, dass wir wirklich auch vertieft über was diskutieren können, aber sich nicht auch dann die Argumente wiederholen oder es so krampfhaft zum Gewinnen. Die Schachpartie muss niemand gewinnen, oder? Sondern wir versuchen, wir sprechen ja oft darüber, dass es so diese, das sagt man so über die AfD, dass sie die Taube ist, die dann aufs Schachbrett kackt und wir versuchen so die Diskussion zu führen ohne diese Taube oder im besten Fall. Oder irgendwann kommt dann die vielleicht, dann müssen wir die vertreiben. Genau. Nee, wir laden dann eher Erik Cantona ein, der, glaube ich, diese Aussage getroffen hat. Ah, okay. Sehr gut. Und wir haben uns auch keinen, wir machen uns keinen Stress. Wir machen das, weil wir Spaß dran haben, nebenher. Und dann kommt vielleicht mal eine Folge pro Monat oder zwei pro Woche und dann vielleicht mal drei Monate gar nichts. Also ihr könnt nicht damit rechnen, dass wir so einen fixen Fahrplan einhalten bei diesem Format. Genau, weil wir haben ja jetzt auch schon beide einiges an Erfahrung gesammelt. Und wenn man so die eine Erkenntnis dieser ganzen Erfahrung auf den Punkt bringen würde, dann würde es bedeuten, dass das, was man eigentlich macht, erst erstmal für einen selbst ergiebig sein muss und dass man daran Spaß hat. Und wenn dann andere dann teilhaben und etwas für sich mitnehmen können, dann ist es in dem Fall gut. Aber das muss jetzt nicht primär im Vordergrund stehen. Und so verstehe ich auch dieses Format. Nicht, dass wir jetzt einfach irgendwie für uns irgendwelche Personen vorstellen, für die es jetzt konzipiert wird und an die es sich richtet, sondern eher, dass wir uns einfach hier austauschen
und in der Hoffnung und Annahme, dass vielleicht anderen Menschen, die sich anschauen oder anhören, einfach auch irgendwie Impulse gibt oder einfach hilft auf dem Weg, wo sie sich gerade befinden. Genau, so sehe ich es auch. Super, ich denke, dann ist alles gesagt, was man vorab wissen muss. Und ich denke, wir nehmen dann auch gleich die erste Folge auf, oder, um da wirklich mal zu zeigen, wie das funktionieren sollte. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört und hoffen, dass ihr auch im Gespräch bleibt, wenn ihr was beitragen wollt. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken ganz leicht und könnt auch hier dann unter den Beiträgen jeweils Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Genau. Und wir verlinken dementsprechend auch jetzt bei diesem Video einmal die Accounts, wo ihr uns finden könnt oder die Webseiten oder Blogs, die wir einfach haben. Und auch, falls wir über Dinge sprechen sollten, wenn wir auch dementsprechend auch diese Dinge verlinken, dass man einfach auch im Nachgang dann die Sachen sich nur anschauen oder nachlesen kann. So, das war's für die erste Aufzeichnung und bis bald oder bis gleich.